Simon Star am Start für euch und heute gibt's eine Runde Team Deathmatch auf Summit. Ich habe wieder Blobs ausgegraben. Das Spiel habe ich zusammen mit dem lieben Liam und dem Martin bestritten. Schweres Wort. Und ja, es geht weiter mit dem FAQ. Und zwar ist das ein kurzes Video. Und zwar möchte ich erstmal ganz, ganz lieb den lieben Tom grüßen, der heute Geburtstag hat am Männertag. Alles Gute, mein Bester. Ich hoffe, du feierst schön. Und lässt dich von deiner Frau mal gepflegt verwöhnen. Du hast es auf jeden Fall verdient. Ich wünsche dir natürlich alles erdenklich Gute zum 30. Geburtstag, mein alter Mann. Und ja, jetzt kann ich die Frage beantworten. Es wurde ja schon öfters gefragt, als was arbeite ich denn nun? Und zwar arbeite ich in der Produktion bei Nivea, oder besser gesagt bei Beiersdorf. Und wir stellen da halt Produkte von Nivea, Eucerin, Florena, also unser Unternehmen hieß früher Florena, haben halt bloß Florena-Produkte hergestellt. Dann wurden wir von Beiersdorf aufgekauft. Und jetzt stellen wir halt auch Produkte von Nivea und Eucerin und sowas her und teilweise auch Labello. Und ich befinde mich da mit dem Tom, das ist mein, teilweise manchmal mein Chef und ansonsten mein liebster Kollege. In der Sachet-Produktion, und die jetzt nicht wissen, was Sachets sind, das sind diese kleinen Testpäckchen, die man manchmal in Zeitschriften oder sowas findet. Also diese kleinen, keine Ahnung, Päckchen, wo dann 3 oder 4 Gramm von den Produkten sind, um halt zu gucken, verträgt man es oder ist es halt für einen was, dass es halt auch wirklich was bringt oder so. Und das stelle ich her, ist relativ aufwendig, stellt man sich gar nicht so vor, sehr viel Arbeit im Stehen. Und teilweise auch sehr viel Arbeit im Sitzen. Manchmal auch etwas langweilig, aber das ist halt immer so Auslegungssache. Und ich kann euch jetzt freudig verkünden, dass ich bald einen kleinen Aufstieg habe. Ich habe ja dann ganz normal angefangen. Und ich werde bald meine eigene Maschine fahren dürfen, denn ich mache bald meinen Maschinenführer. Das heißt dann für mich, dass ich halt für alles selbst verantwortlich bin. Für die Richtigkeit der Füllgüter, also für das Füllgut, für die Folie, die wir da benutzen, dass halt auch alles gescheit drauf gedruckt ist, dass die Sachets gut aussehen. Und für sowas bin ich halt verantwortlich. Und ja, das weiß der Tom auch noch nicht und das habe ich ihm jetzt freudig verkündet. Also das ist jetzt schon fast ein Sack und Tüten, das wird dann im Sommer losgehen, denke ich mal. Und ich freue mich auch schon wie Sau drauf. Ich habe auch jetzt heute meinen ersten Tag als Maschinenführer sozusagen schon hinter mir. Ich war also auf Probemaschinenführer gemacht heute und ja, es lief echt gut. Wie immer ohne Probleme bei mir. Weiß man ja. Und ja, das mache ich beruflich. War vorher irgendwie nicht so mein Traumberuf, dass ich so sagen könnte, naja, das mache ich so gerne. Aber jetzt mittlerweile, also ich habe mich jetzt perfekt eingelebt. Das Team, in dem ich bin, ist einfach bloß Bombe. Und ja, ich hoffe, dass ich auf alle Fälle noch ein paar Jahrchen bei euch bleiben kann. Und mit meinem Tom, mit meinem Hasi zusammenarbeiten kann. Ist wirklich ein sehr, sehr guter. Und ja, das mache ich beruflich. Als nächste Frage kam dann, was war denn mein erster Shooter? Mein erster Shooter war damals Killzone 2. Ne, Killzone 1 auf der PlayStation 2, so rum war's. Und das habe ich mit meinem besten Kumpel zusammen gezockt, im Koop gegen den Computer, also hier so Team Deathmatch oder so ein Käse gegen Computer halt gezockt, offline, weil wir damals noch kein DSL hatten, größtenteils, in unserem Gebiet hier. Und ja, das war mein erster Shooter. Damals bin ich zu Käse gekommen durch einen Kumpel, ich habe mir das mal ausgeliehen, ich fand das dann ganz geil und da habe ich mir das dann irgendwann mal geholt. Und ja, also Killzone war mein erster Shooter und ich glaube mein zweiter war Black Ops. Also ich habe echt lange gewartet, weil ich irgendwie nicht so dann auf Shooter stand teilweise. Da gefiel mir nichts so groß, dann habe ich mir Black Ops geholt und Bioshock. Und das waren so meine ersten drei Shooter, also Killzone 1, Black Ops und Bioshock. Natürlich auch Uncharted 2 und sowas, das ist halt am Ende kein richtiger Shooter für mich, das ist halt so ein Person-Shooter und halt, ich rede jetzt von hier Ego-Shooter. Ja, das war mein erster Shooter.
Moment, ich muss erstmal fix wieder in meine Liste hier reingucken. Was ich denn noch als Fragen habe. Lustigerweise habe ich bei dem Team Deathmatch hier zum Anfang übelst das Maul gekriegt. Und spiele dann selber übelst ausgeteilt, wie man gerade gesehen hat. Was habe ich für ein Headset? Mein Kommentier-Headset ist ein Hammer. Also ein stinknormales Hammer-Headset für 10 Euro oder so. Also, ihr merkt, der geht ganz gut. Ohne Probleme oder so. Und mein Zocker-Headset ist dieses Turtle Beach Air Force Delta. Das habe ich jetzt auch mit meiner Xbox verbunden. Mit so einem coolen Switch. Das zeige ich euch demnächst nochmal. Und ja, mit dem zocke ich. Und ich kann es euch wirklich bloß empfehlen, entweder Air Force oder Triton zu holen, weil die Headsets, die gehen einfach übelst ab. Ja, und das Gameplay endet schon fast. Und zwar hatte ich hier ein 27:12. Ja, ich weiß jetzt, das ist jetzt kein übelstes Special-Gameplay oder so. Aber es lief ganz gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten FAQ-Video. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach in die Kommentare posten. Und das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und alles Gute, mein Bester.